Willkommen, ihr Lieben, bei einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, hier aus dem Clan der Herausforderer. Und ja, war ja ganz witzig gestern Abend. Also ihr seht das ja, das Video am Donnerstagmittag war ja ganz witzig. Ich komme ja eigentlich in der Woche, zumindest hier auf YouTube, so gut wie nicht online mit einem Livestream, wenn es nicht wirklich dringend wäre. Und gestern war es wirklich mal, na, nicht dringend, aber ich habe mir gestern schon so tagsüber überlegt, Thorsten, wenn du heute Abend zu Hause bist, dann machst du mal kurz einen Livestream, eine Stunde. Aus einer Stunde wurden dann auch gleich eine Stunde 40 und wirbst noch ein bisschen für den Clan, also für den Clan Herausforderer, denn ich habe gedacht, so bis vor Weihnachten, da lass uns mal Clan Level 4 hier werden, denn der Clan ist jetzt Level 3 und Level 4 ist in erreichbarer Nähe. Wir kriegen jetzt heute, wenn ihr das Video seht, nochmal 420 EP, glaube ich, dabei von den Clan-Spielen, die wir hier auch geschafft haben. Also auch das ist hier drin und wir waren hier viel, viel weniger, das kann ich euch sagen. Wir waren nämlich nur 22 Leute, glaube ich. Einen habe ich noch rausgeschmissen nach dem letzten Clankrieg, den wir auch gewonnen haben. Also hier oben nochmal die Tech RVV2CUV8. Also ich versuche diesen Clan hier jetzt erstmal so ein bisschen offen zu halten. Ich bin hier nicht immer da. Also das dürft ihr nicht denken, dass ich hier dauerhaft mit meinem 12er nicht. Da bin ich hier nur zum Spenden. Aber die anderen, ich habe glaube ich im Moment drei Accounts hier. Oder habe ich drei Accounts? Ja, ich glaube drei oder vier Accounts. Habe ich im Moment hier, die hier eigentlich nur rumeiern. Also mit dem mache ich auch nicht wirklich was und ich lasse sie auch gerne aus den CKs raus, damit ihr hier CK spielen könnt und nicht ich. Ich bin in der Regel sowieso mit einem ja hier, der hier die Fahne hochhält. Das ist dann der Rathaus 7 Toto. Und ich habe nochmal die Werbetrommel ja gestern Abend gerührt und wir können gerne mal ins Log gucken. Wir können uns ja auch nochmal zwei, drei Angriffe rauspicken für die, die gestern Abend nicht mit dabei sein konnten, denn es war ja schon eine gelungene Sache, glaube ich. Denke ich mal. Ich denke mal, dass eine gelungene Sache war. Also ich hatte ja aufgerufen, kommt hier in diesen Clan, spielt mit uns CKs und auch ja, die anstehenden CWLs. Ich denke mal, ich werde 11er, 10er, 9er, irgendwas muss ich ja mitnehmen. Muss ich mal schauen, wie wir das Ganze regeln. Aber in 15 Tagen oder 14 Tagen, ein paar kaputte Stunden, fangen sie dann auch schon wieder an. Und die Zeit geht ja, die geht ja so schnell weg. Glaubt man ja gar nicht, wie das verfliegt und plötzlich stehen die schon wieder da, die CWL-Spiele. Aber erstmal haben wir jetzt die Clan-Spiele hinter uns gebracht, haben jetzt noch ein paar schöne Events, haben noch ein paar schöne ja, Wochenenden natürlich auch vor uns, in denen ihr auch bei mir Clash of Clans seht. Also, wie gesagt, der Mittwoch war dann eher, der war eher untypisch, aber es hat ja Laune gemacht, gar keine Frage. Es waren reichlich Leute da und der Clan ist ja bis auf 8 auch gut voll geworden, auch wenn jetzt nicht alle spielen konnten, weil dann ja doch der ein oder andere jetzt erstmal Pause hat. Aber ich freue mich natürlich und nochmal willkommen an die vielen, vielen Neuen hier und auch an die vielen Neuen im Kanal. Freue ich mich natürlich besonders drüber, keine Frage. Auch auf Twitch habe ich wieder ein paar Follower gewonnen. Das finde ich super, super nett. Und super, super nice natürlich auch. Aber viel nicer finde ich natürlich, dass die Leute hier super Clash of Clans spielen. Ich muss jetzt nur einen rauswerfen, der jetzt zweimal seine CK-Angriffe nicht gemacht hat. Den letzten habt ihr ja gesehen, haben wir relativ dominant gewonnen. Der Gegner hatte aber auch nicht so wirklich was in den Clan-Bogen, habe ich gestern Abend auch gesagt. Das war ja jetzt schon zweimal so ein bisschen unser Vorteil. Und naja, dementsprechend kannst du deine Angriffe natürlich planen. Hier einige sind hier jetzt schon ein bisschen länger. Ich hätte schon fast gesagt, das sind so kleine Stammherausforderer. Die hier jetzt schon, die hier glaube ich, seitdem der Clan recht offen ist, er ist ja erst vor ein paar Wochen wieder aufgemacht worden, ich glaube zur CWL, hatte ich ja gesagt, machen wir Rathaus 9er. Aber seitdem ist der Dauer auf, vorher war er auch schon auf, so für ein, zwei Clankriege, aber viele wundern sich natürlich, dass der erst Level 4 ist. Der ist ja noch nicht so lange so öffentlich, wie er jetzt ist. Ich lasse den jetzt auch erstmal ein bisschen auf für euch, dass wir hier ein bisschen zocken können. Und ja, dann so ganz leicht in den Leveln aufsteigen, gerade Clan Level 4. Ich meine, 5 ist noch interessanter mit der einen Truppe, die man mehr spenden kann, aber 4 ist auch schon was wert. 6 gespendete Truppen und 20% mehr, was in unsere Clanburg reinpasst, bei unseren vielen Siegen hier. Da brauchen wir die auch ganz, ganz dringend. Und dementsprechend, ja, glaube ich, ist das hier eine ganz gesunde Mischung. Wir haben 11er dabei gekriegt, 10er heute Abend dabei gekriegt. Also ich bin jetzt noch bei heute Abend, ihr seht das ja auf dem Donnerstag, denn ich bin einfach gleich sitzen geblieben zum Abdrehen hier. Hatte ich auch gesagt, deswegen wird die Folge auch ein bisschen kürzer, denn ich muss das Ganze jetzt gleich noch schneiden, hochladen, vertonen. Und ja, das dauert dann auch wieder seine Zeit und vor Mitternacht komme ich dann auch nicht in eine Falle. Morgens muss ich dann leidig erstmal zum Zahnarzt, zum Röntgen.
Ich kriege tatsächlich dieses Jahr keinen Termin mehr bei meinem normalen Zahnarzt, wenn ihr das Drama mitbekommen habt. Ich muss jetzt morgen erstmal zum Röntgen und dann hat die mir aber schon gesagt, einen Termin vor nächstes Jahr gibt es auf gar keinen Fall. Aber den will ich auf jeden Fall einhalten, um natürlich zu checken, was ist in meinem Zahn da los, warum entzündet der sich ab und zu mal. Und deswegen will ich natürlich auch irgendwann mal in die Falle kommen. Und ja, wir haben ja schon ganz nette Angriffe gehabt. Alex zeige ich euch mal nicht. Ich zeige euch lieber den Klaus. Alex ist ein Account von mir. Ihr wisst das, wenn ihr hier bei mir angreift und ich so ein bisschen was zeige, das ist immer ganz aus dem Bauch raus. Ihr merkt das ja auch. Ich scrolle ein bisschen rum und weiß ja so ein bisschen, weil wir schon mal gesehen haben, vielleicht in den Livestream, was drankommt oder was vorkam, dass ich immer eure Angriffe bevorzuge und in der Regel nicht meine zeige. Ich meine, ich zeige meine denn auch. Habt ihr ja diese Woche schon gesehen. Live oder halb live. Aber ich denke, die Zuschauer, die ja dann extra hier reinkommen, sind mir dann schon ein bisschen wichtiger als ich selber. Also da ist mal so dieser It's-Ego-Trip nicht ganz so schlimm, wie das vielleicht bei anderen ist. Da bin ich dann eher ein bisschen auf der ganz, ganz bescheidenen Seite. Und der Klaus Kinski, ich finde den Namen und ich finde auch seine anderen Chars, die er hat. Also der Klaus Kinski kommt immer mit dem Rathaus 12 zum Spenden dann rein. Denn wir haben hier ja keinen Rathaus 12er, der großartig Max-Truppen gibt. Zum Farmen hier oder so sind ja alle, glaube ich, eher unkompliziert. Und dann gibt es halt das, was da ist. Nimmt jeder, da kommen wir auch super mit klar hier. Zum Clankrieg, wenn wir denn jemanden haben, der Max-Truppen spenden kann, nehmen wir sie dankend entgegen, keine Frage. Aber so das unbedingte Hypermuss und nach dem Motto, ich muss immer Max-Truppen haben, das herrscht hier auch nicht. Das herrscht hier überhaupt nicht. Finde ich auch sehr gut. Da kann man ruhig ein bisschen das nehmen, was man eigentlich hat. Wenn man jetzt die Möglichkeit hat und hat einen Zwölfer, den man hier reinholen kann, dann nimmst du den und rockst hier so durch wie der Klaus Kinski mit seinen Walküren. Also schönes Ding hier. So ein bisschen der Falken abgewandelt. Also man kann beim Falken etwas mehr Walküren nehmen oder halt etwas mehr Hocks und dann beziehungsweise mehr Walküren, weniger Hocks. Hier hat er sich für so eine gesunde Mischung eigentlich entschieden. Denn die Mauern waren hier nicht ganz so stark und hier außen können natürlich die Hocks super jetzt mit den Walküren zusammen abräumen. Hat er zwar eine ganze Menge verloren, aber das Finish haben dennoch die Schweinchen hier gemacht. Und als letztes zeige ich euch den Gladiator. Ich sage immer Gladi, weil irgendwie ist der Gladiator so ein bisschen ja bei jedem so im Hirn. Also der Gladiator ist auch schon ein bisschen länger hier mit seinem Rathaus 11. Hat hier jetzt die ganze Zeit immer schön die Clanbogen voll gemacht. Auch dafür nochmal vielen lieben Dank, dass das hier so reibungslos läuft. Und dass es überhaupt läuft, denn bei unseren Gegner, da lief das nur bei den oberen 6 Bases. Danach lief das nicht mehr, hatten die nichts mehr in den Clanbogen. Da haben die sich auch gedacht, die werden sowieso gedreiert. Also warum spenden wir denen überhaupt noch Truppen? Ist natürlich nicht so. Meine 7er Base hat, glaube ich, gehalten. Die Level 8 Base von Galamax, glaube ich, hat auch gehalten. Oder vom Chefkoch, weiß ich gar nicht. Und wir haben immer schön Clanbook-Truppen drin. Also man soll den Gegner es nicht ganz so leicht machen. Clanbook-Truppen heißen ja auch, die halten auf, die nerven, die stören, die kosten auch manchmal Zeit. Und auch hier, ich meine, die oberen Basen hatten hier in der Regel so einen Elektrodrachen drin. Der nervt natürlich auch, keine Frage. Aber er greift hier selber auch mit Elektrodrachen an und mit den Loons, denn den Hauptteil machen hier natürlich die Loons, gar keine Frage. Also, schönes Ding hier. Ich habe auch seinen Ehren-Einsterner im Livestream gezeigt. Auch das ist ja nicht schlimm. Das gehört ja auch zum Clash of Clans Leben dazu, dass du hier nicht dauerhaft 3 Sterne holst, sondern, so wie ihr ja gesehen habt in dieser Woche, ist es auch manchmal so, dass es etwas weniger werden. Manchmal sogar 0. Aber wie gesagt, heute, beziehungsweise doch, es ist noch heute, es ist noch Mittwoch. Ja, es ist noch Mittwoch. Hat es mich wirklich, wirklich gefreut. Der Daumen, den ich für den Livestream bekommen habe, der geht übrigens heute auch online, beziehungsweise ist wahrscheinlich schon online. Ich muss mal gucken, ob ich den gleich online stellen kann. Da kann ich natürlich nur die ganzen vielen Daumen nach oben an euch zurückgeben, denn es hat super funktioniert. Also nicht nur ich habe funktioniert, sondern ihr habt noch viel besser funktioniert und seid dem Aufruf hier gefolgt. Das finde ich sehr, sehr stark. Also nach wie vor, ihr seid wirklich eine tolle und starke Community hier um diesen Kanal herum. Und ich bin auch immer ganz, ganz
gerührt und ganz, ganz stolz drauf, was eigentlich hieraus geworden ist. Und natürlich auch die vielen Leute, die ich hier kennengelernt habe, mit denen man hier tippelt und macht und tut. Zwei oder drei sind doch noch rausgegangen, haben noch kalte Füße gekriegt, hätte ich mal fast gesagt. Nicht, dass der Toto plötzlich einen Angriff hier von mir zeigt. Naja, ich habe auch mit dem so ein bisschen gefarmt hier, das geht auch. Auch hier lasse ich mir die Clanburg mit dem befüllen, was da ist. Ich muss hier keine Max-Truppen haben. Ansonsten spende ich mir mal selber das, was da ist. Also alles ganz easy und ganz gechillt hier. Nochmal für euch am Ende kurz der Tech hier. Das ist jetzt auch tatsächlich nur ein Pfeil geworden, ohne Schnitt. Passiert auch nicht alle Tage bei mir. Also nochmal den Clan hier Herausforderung. Die Herausforderer, die Tech, schreibe ich nochmal unten mit in die Beschreibung rein. Also wenn ihr Interesse habt, wir spielen hier immer wieder mal CKs. Ihr müsst mal vielleicht auch mal gucken, wie viel wir hier sind. Ich lasse die Pokale mal auf 1200. Ab Rathaus Level 6, hatte ich glaube ich heute Abend gesagt, ist hier jetzt nicht ganz jeder willkommen, aber je nachdem, was wir schon so haben und was noch geht. Und dementsprechend werden wir hier auch die Clan, die CWL spielen, also die Clan War League und auch die Events. Ich hoffe, ja, wir spielen einfach zusammen. Ich werde hier jetzt mit diesen wieder zu den Soßen rübergehen. Bin auch mit dem anderen Accounts hier, also ich bin immer mal wieder hier und logge hier auch immer mal wieder ein, sage guten Abend, guten Tag, diskutiere mit euch ein bisschen rum. Ich bin ja auch nur ein Spieler. Deswegen, bis dahin, euer Toto Clash.